So da, ja, servus Leute. Kurz vorab, ja, dieses Video ist recht professorisch. Ich behelfe mir einfach mit einem Stück Rebschnur, einer Flasche Wasser, einem Gummiband, denn ich habe mein Stativ in Vichenburi vergessen. Ja, wer die vorigen Videos gesehen hat, der weiß, wir sind gerade in Phetchabun, in Thailand natürlich noch. Ja, wir waren gestern waren wir in Bangkok. Ja, hatten etwas erledigen müssen und ja, deshalb kam jetzt mal kurz kein Video. Ja, ganz spontan haben wir uns entschieden, wir machen einen kurzen Trip nach Phetchabun eben, denn hier gefällt es uns sehr gut, da waren wir des Öfteren schon hier. Hier haben wir schöne Erinnerungen, ja, wo wir uns eben kennengelernt haben und so weiter und so fort. Ja, also mit diesen zwei Ausrüstungsteilen bezüglich Taschen sind wir hier angereist. Meine EDC-Tasche, die habe ich schon des Öfteren in die Kamera gehalten eben. Wenn es interessiert eben, wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch einfach die vorigen Videos an, eine klasse EDC-Tasche. Ja, und mit dem Tasmanian Tiger Essential Bag. Ja, nach wie vor ein richtig klasse Rucksack. Was einfach so klasse ist auch bei dem, dass der so robust ist. Der ist wirklich super robust. Ist nahezu jeden Tag im Einsatz. Ja, der wird nicht verhätschelt oder so, der wird einfach verwendet, nicht geschont. Ja, der macht einiges mit, hat noch keinerlei Abnutzungsspuren. Ja, das noch kurz am Anfang von diesem Video. Ich will euch zeigen, was ich mir eben in dem Messerladen gekauft habe. Das war kein Messerladen, das ist einfach so ein Laden hier, der hat alles mögliche: Werkzeug, Flaschen, Wärmeflaschen, Lippenstift und eben auch, ja, das hat mich sehr positiv überrascht, hat mir gleich ein Grinsen ins Gesicht gemacht, wo ich die vielen Messer gesehen habe. Das hatten die vor knapp 2 Jahren oder was? Nein, ich glaube, das war nur 1 Jahr her, keine Ahnung. Wie ich das letzte Mal hier war, haben sie nur ein paar Messer gehabt, aber das Sortiment haben sie, ja, die Klasse erweitert. Also am Anfang, jetzt als erstes zeige ich euch dieses Modell hier, Moment, Fokus. Ja, es hat mir einfach optisch, es gefällt mir einfach optisch sehr gut. Cooles Design. Moment mal, machen wir das hier. Ich habe mir das Teil noch selber nicht so genau angeschaut. So, geht auch gut ab. Ja, eben, die Griffschalen gefallen mir sehr gut. Cooles Design einfach. Verarbeitung ist okay. Ja, ist ein Flipper, Feder unterstützt das Teil. Zack, richtig coole Action. Ja, scharf ist das Ding auch. Ausreichend scharf. Zack, richtig cooles Spülmesser. Ja, die Verarbeitung ist okay, die Klinge ist nicht sauber zentriert. Die Griffschale hier unten, ja, sieht man, steht ganz wenig ab, aber das hat das Teil gekostet, knapp 3 Euro. Kann man schon mal einfach mehr nach Design gehen. Ja, wie gesagt, scharf ist das Teil auf jeden Fall. Natürlich keine Ahnung, welcher Stahl da verbaut ist, kann man nicht sagen. Und natürlich ist das auch nicht diese Marke hier, was da hier drauf steht. Hier meine clean Seite. Ja, also. Hier Torx, Achsschraube,
Ja, ich kriege schon alle Tankschrauben. Ja, mal schauen, vielleicht zerlege ich das Teil. Just for fun mal. Mal sehen, wie ich zu Hause bin. Die Griffschale fühlt sich richtig klasse an. Auch eine gute Handlage. Ja, was soll ich sagen? Was für ein kopiertes Messer das ist. Auch egal, auf jeden Fall macht das Teil fun. Das macht richtig fun zum Bespielen. Ein Deadend ist auch okay, ist halt die Klinge. Sehr gut im Heft. Zack. Ja, also das mal kurz zu dem Messer. Ja, also EDC-tauglich ist das Teil, sag ich mal. Ja, mal schauen, was ich mit dem Teil so anfange. Aber hier in Thailand werde ich erstmal EDC'en. Jo. Als nächstes. Also ich habe mir zwei Dinge gekauft. Das ist dieses kleine Beil, diese kleine Axt hier. Ja, hier mal die Box, da ist sogar eine Box dabei. Kitchen Axe. Wie man das ausspricht, Axe, keine Ahnung. Easy Durable, Easy Cutting, Stainless Steel, Color Wood Handle. Ja, also schauen wir mal, was das Teil so kann. Ja, sowas habe ich einfach noch nicht und hat mir auf Anhieb sehr gut gefallen, das Teil. Hat mich gleich angesprochen. Ja, mal schauen, ob es auch richtig funzt, das Teil. Wie man ja so schön sagt, also Box mal zur Seite, ja, das nimmt man in die Hand, habe ich sofort ein richtig klasse Gefühl, tolles Griffmaterial, hier richtig sauber runtergeschliffen, das passt alles wunderbar hier, wirklich sauber angebracht, die Griffschalen. Ja, sorry wegen dem Licht, wie gesagt, das ist hier einfach ziemlich professorisch, aber es kommt natürlich dann noch, ja, das Teil halte ich schon noch öfters in die Kamera. Also mal raus mit der Klinge. Mal kurz das Bild selber sprechen lassen, auch mal mit dem, schauen, ob das hier, naja, das geht jetzt leider nicht so schön ab, aber das mache ich noch ab hier. Okay, also, cooles Teil, ja, logischerweise hier Full Tang, wie man sehen kann, richtig sauber verarbeitet. Und hier vorne hat es einen Hohlschliff sogar. Kann man hier schon etwas erkennen, glaube ich. Ich habe ja schon so ein Küchenbeil vom Big C Shop in Vijayanpuri gekauft. Habe ich auch einmal in einem Thailand-Video vorgestellt. Hat auch so einen Anschliff. Hier. Einen Hohlschliff eben angebracht. Ist richtig schneidfreudig, das Teil. Mit diesen, ich sage mal schon, dass das wirklich Holz ist. Ja, das ist bestimmt Holz, das kann man hier recht gut spüren. Richtig glatt polierte, schön lackierte Holzgriffschalen, das Teil. Ja, das nimmt man in die Hand und man will sofort damit eben arbeiten. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es fühlt sich richtig toll an in der Hand. Mit dem kann man schon klasse arbeiten damit. Eben ein multifunktional ist eben so ein kleines Beil. Kann damit klasse in der Küche arbeiten. Wie es eben auf der Box steht, Kitchen Axe oder Axe, keine Ahnung. Ja.
und so kleine Holzarbeiten, ja kleine, mal schauen. Je nachdem, was wie der Stahl sich macht, etwas Holz bearbeiten, kann man damit bestimmt auch klasse. Ja, klasse Teil. Es passt sogar bestimmt in meine EDC-Tasche rein. Ja, eine richtig robuste Scheide. Also schützt die Klinge richtig gut, richtig robustes Material. Passgenau gemacht das Teil. Das ist wirklich mal richtig klasse, brauchbares Ding hier aus Thailand. Ja, natürlich gibt es manche Sachen, sag mal, so ein Messer, ja, vertraue ich weniger als so einem hier, so einem Teil. Einfach mal in meine EDC-Tasche hier rein. Richtig klasse. Ja Leute, das war es aus diesem Video, also sollte ich euch nur mal zeigen, zwei coole Teile hier in Bad Chabun, zu günstigen Preisen gekauft. Ja, das macht in Thailand logischerweise auch sehr viel Spaß, das Shoppen hier. Also, ja, sage ich danke fürs Zusehen, ja, bis zum nächsten Video dann. Okay Leute, macht's gut und ciao.